So, und du, mein Freund, bewegst deinen scheiß Arsch aus diesem Auto. Und dann gehst du Seife aufheben. Wie kann man sich als Schmuggler auch ausdenken, einfach dieses komische Zeichen darauf zu schmeißen, damit man das markiert? Das ist ja so ein Schwachsinn. So. Zeigt mal her, was ihr habt. Haben wir jetzt? Ah, nee, haben wir nicht. Sehr schön. Auf mit dem Dings. Zigaretten hat er dabei. Okay, zum Grenzposten zurück und nimm Aufträge entgegen. Ja, warte kurz, ein wichtiger Telefonanruf, Leute, es ist wieder soweit. Immer wenn jemand angerufen hat, war es scheiße. Jo, wie hartnäckig ist das denn? Na gut, dreimal Zigaretten, da kann man auch mal Nein sagen. Ich meine ja. Stoßstange? Stoßstange nicht, okay. Zigaretten? Zigaretten, irgendjemand? Es wurde nicht Schimpf versenken gespielt, nee. Räumchen konnte das leider noch nicht mit uns spielen. Deswegen ging es leider nicht. Upp. Nichts vergessen, Kevin. Och, meine Fresse, der hat ja alles. Der hat die ganze Zeit mit seinem Fett auf Zigaretten gesessen. Die ganze Zeit. Oh. Muss man diese Außentüren da wieder zumachen? Oder ist Curry einfach nur zu gut erzogen? Oh. Welche? Die vom Knast? Ja, ich komme gleich. Ich bin ja nicht so weit. Guck mal, wie viel Schmuggelware wir haben. Gleich! War ich jetzt hier? Junge, hä? Nix. Und Dings hat er auch. Das könnte auch alles noch voll mit Schlangen sein, ne? Aus damit. Wenn schon, denn schon. Guck uns alles haargenau an, Leute. Jede einzelne Kante wird hier überscannt. Keine Schlange. Ja. Wusste ich's doch. War doch sowas von klar. Natürlich. Niemand von den Säcken? Scheiße, der war so nett. Ja, die sind immer so nett. Das ist ja immer das Gleiche. Die wollen einen um den Finger wickeln. Dann schnappen sie zu. Dann schnappen sie zu, wenn es soweit ist. Und das war sogar perfekt. Okay. Anruf. Wichtig. Ich weiß nicht, wie lange das noch klingelt. Doch, eigentlich schon. 2 Minuten. Attacke. Ja, hallo? Варишу, ми добрається інформація, це дранська битка или малаший кіднач. А чла сопільников... Schon wieder? Комісар, вечто вас, это Даніел. Warum machen wir in diesem Land einfach die ganze Zeit den Lucky Luke? Sprich mit dem Manager des Sägewerks. Das müssen wir jetzt machen, ja? Wir haben gerade einen Bericht über einen Mann erhalten, der in einem Sägewerk brutal verprügelt und entführt wurde. Wir möchten, dass du dich persönlich um diesen Fall kümmerst. Wie entsteht denn so ein Bericht? Das muss ja eine Blitzaktion gewesen sein. Okay, Leute, ich bin gleich wieder da, ja? Ich mach schnell. Keine Sorge. Schnell, Auto. Ach so, dann muss ich damit fahren. Fuck. Also ist okay. Irgendjemand wurde verprügelt, entführt im Sägewerk. Und das wird natürlich auch wieder unsere Aufgabe sein, dass wir das jetzt aufdecken. Das wird gar kein Problem, Chat. Machen wir einmal Augen auf, einmal Augen zu und dann sind wir da.
aus dem Weg. Meine Füße dampfen. Und die wollte nicht im Weg haben. Wir haben einen Undercover-Agenten, das ist doch scheiße! Okay, wir müssen uns beeilen. Am besten schön Sirene anmachen, damit sie alle wissen, dass wir vorbeikommen. Es ist soweit. Wir schlagen zu. Die Sahne ist serviert. Oder wird gleich von uns serviert. Da steht das Auto. Manager! Was steht denn da so entspannt? Der ist doch mit involviert. Das sieht man doch sofort. Около години Аму, это малаши перевозку тает. Становка, иду лясо, ач вечта адруминитка. Хено ли что же это самобди? Каже хено выходи, объявисту это крны завет, ач трей московники или аталок. Бадули мадре поварный битко. Когда хено мдлак, они пожучли его ач югазництво или шаяч полудники. Ich suche das Auto. Wer seid ihr denn? Seid ihr die Bösen oder wer seid ihr? Ah, ihr seid einfach irgendwelche Randoms, die einfach rumstehen und rauchen. Na dann. Was ist denn hier versteckt? Aus den Unterlagen geht hervor, dass der Eigentümer Dimitri Koslov ist. Aha. Sonst noch was? Durchsuchen können wir ja gut. Guten Morgen, Akta. Willkommen. Das haben wir doch gelernt. Wer ist Koslov? Oh, Dimitri, Dimitri. Probatny chno problema zadoń. Jest u roboty i ta jedać wiesenka. Etu arać problemu okraśna. Sprich mit Koslov, wo ist er? Wo ist er denn? Hm? Koslov ist doch bestimmt... Ada. Wo sind die denn? Da war doch gerade noch mehr. Hier vorne stand doch auch einer. Oder ist das der, der da gerade sitzt? Hinter dem... Ach, Junge, ich habe wieder nicht aufgepasst. Leute, ihr seid viel frischer als ich. Vergesst das nicht, ne? Hm? Hm? Aha! Jetzt habe ich dich! Это глупо кончились. А я позмышлять фондра нечку другаше. Робоса отчла супильниковная, это трудно. А да мадре фамилия отчтрабой. Мено фондро или описотни. Пропшая похвить да его, это мамы всем. Muss ich die Entscheidung treffen. Ich komme der Wahrheit immer näher. Ich muss noch die restlichen Leitungüberprüfungen überprüfen. Sprich mit dem Werkzeughändler, durchsuche das Lager im Gasthaus zum betrunkenen Bär, befrage die Sägewerksarbeiter, untersuche die Ruinen in der Nähe des Steinbruchs. Das heißt, er ist jetzt bei den Ruinen, denke ich mal, oder? Naja, ab zu den Ruinen. Es wird schon langsam wieder dunkel. Vor allem, was für Ruinen? Wir waren noch gar nicht bei den Ruinen. Wir haben ihn nicht einmal gesehen. Das heißt, wir sehen jetzt gleich einen neuen Ort. Juhu! Sightseeing! Es könnte sein, dass ich gerade vielleicht jemanden überfahren habe. Ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Das hat nämlich ganz komisch ein dumpfes Geräusch gemacht. Ist nicht so schlimm, ne? Ein bisschen Schwund ist immer. Einmal hier lang und dann sollten wir hoffentlich gleich irgendwo bei den Ruinen anhalten können. Gartenkaro, herzlich willkommen! Ja, das sind die Ruinen.
Natürlich. Ich wollte es gerade noch sagen. Keine Schießerei, bitte. Gar kein Bock. Aber egal. Da müssen wir sie halt alle rasieren, Chat. Es wird kein Weg dran vorbei. So viel dazu. Aua, das tut ganz schön weh. Die haben auch einen Sniper. Versteht doch, manchmal verstehe ich die Waffe nicht. Ihr wisst, was ich mit euren Freunden gemacht habe, oder? Mein Gott. Spring doch einfach über diesen Zaun. Wo ist das Problem? Ich habe nur noch einen Schuss. Toll. Gut gemacht, Kevin. Es ist aber auch echt scheiße, mit der zu schießen. Ihr werdet euch noch wünschen, dass ihr mich nicht abgeschossen habt. Gerade selber in die Luft gesprengt. Ja, du bist ein Held, Alter. Darauf wäre ich aber nicht stolz. Oh, fuck. Ganz ruhig, Leute. Immer mit der Ruhe. Was soll denn der Stress? Kannst du mal bitte über... Sag mal, es ist ein Mini-Zaun. Geil. Macht Spaß. Toll! Ich nehme euch alle nicht für voll, aber ist egal. Polizei! Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das tut weh. Das tut weh. Deckung! Links, rechts, links, rechts! Lasst mich doch über diesen Zaun! Es ist wirklich manchmal einfach... BAM! Sag mal, geht's noch? Was fällt dir ein? Und das ohne zu klingeln? Keine Muni mehr. Keine Muni mehr. War das alles? Sind wir alle wach? Guten Morgen, Chat. Was suchen wir denn jetzt hier nochmal? Ich suche die Ruinen. Ja, toll. Ich soll die durchsuchen, aber mir wird angezeigt, wo ich hin soll, oder was? Ist das so eine Falle? Die Schmugglerschlange. Die Drecksäcke. Sergei, wir haben entdeckt, dass einer von uns ein Doppelagent ist. Seinetwegen wurden Ivan gestern ins Arbeitslager geschickt. Bleibt wachsam, die Polizei ist auf den Fersen. Boris Obarankov! Wir sind jetzt etwas zu stressig, ja gleich haben wir's. Geh ins Arbeitslager. Warum muss ich denn jetzt ins Arbeitslager? Das wird ja alles gestürmt. Ich habe keine Munition. Das ist ja noch viel schlimmer. Warte mal. Nein, jetzt lösen die sich auf. Ich kann nicht mehr. Oh, Gott sei Dank. Man hat mich erhört. Nicht auflösen, bitte. Ich habe die Lösung noch nicht parat. Ich brauche noch ein bisschen. Ich meine, wir haben Granaten, damit ist alles safe. Wenn wir alles wegsprengen können, ist alles... Guck mal, die haben ganz schnell panisch alles ausgebuddelt. Die Wichser. Wir werden unsere Informationen schon noch bekommen, keine Sorge. Weißt du, dass du die zeitweise auch looten kannst? Die haben Muni dabei. Ja, das geht aber immer so schnell, wie die wegspawnen. Muss mich mal voll beeilen. Egal. Arbeitslager. Nächster Halt. Chat, Notfall. Aus dem Weg, ich hab's eilig.
Looten und Level ist ja einfach mein Ding. Das ist schön. Das freut mich sehr, dass du was gefunden hast und du Spaß hast. Problem bei Mod-Timeouten ist immer dann, dass die Mods den Rang verlieren. Das ist halt ein bisschen scheiße. Was machen wir denn jetzt hier? Hat der Rest auch die Geheimdokumente gesehen? Geheimdokumente? Welche Geheimdokumente? Wir haben all das aufgenommen, was uns gesagt wurde. Sergeant! Ah, was prabotny je to Ivan. Heno Matschko Tschasta jet. Ja, der ist aggressiv, der hat keinen Bock mehr. Was fundra henoach die Jura et Otratki. Jebo Wisa ili Rudna Bratschka. Der muss reden. Eto heno ni gavarisch dobrotsaja. Das Gute ist, dass wir Meinungsverstärker dabei haben, Alter. Das ist gar kein Problem. Wo können wir denn hier runter? Wir gehen zum ersten Mal einfach durch dieses Ding durch. Hallo? Sind Sie der Herr mit dem roten Bart? Nee. Herr mit dem roten Bart? Scheiße! War schön knackig bei euch, haut noch kräftig rein und habt viel Spaß. Haut noch kräftig rein. Schau mal, was ist mit Data Hase passiert. Oh mein Gott. Chat, habt ihr gehört? Wir hauen jetzt noch kräftig rein. Glatze plus roter Bart. Ja, ja. Aber das hatte er nicht. Der hatte doch keinen roten Bart gerade, der eine Typ, oder nicht? Der war doch kein. Hä, das war doch niemals ein roter Bart! Bis hier. Willst du mich verarschen? Hm? Kein roter Bart. Das ist auch kein roter Bart und er ist recht kleine Glatze. Wo ist er denn? Warte mal, ich hätte hier noch weiterlaufen müssen, glaube ich, oder? Hallo? Glatze, roter Bart! Aha. Ivan. Moin! Haha, wy policka bydlok, to pozmyślał, a ja Gawrycz Nieczko? Okay, ich bin nicht um. Kumrat! Nochmal ein neuer Versuch. Hast du jetzt Bock? Hahaha, wy Polizei. Halać, Meno! Hä? Du Spiel hat gesagt, ich soll ihn zum Reden bringen! Wie hätte ich denn das sonst anstellen sollen? Das ist doch nicht jetzt ernst, oder? Das kann. Nee, das ist doch jetzt nicht ernst. Oh, Mann, ey. Wirklich. Also, das finde ich jetzt ein bisschen unfair. So eine Scheiße. Hä? Tür auf, bitte? Vielleicht nicht direkt auf den Kopf hauen. Ach, das war das Problem. Die Zone. Jetzt wird ein Schuh draus. Ja, das hätte man mir natürlich früher sagen müssen. Das kann ich natürlich nicht wissen, ne? Das ist ja klar. So, neuer Versuch. Alle guten Dinge sind zwei. Ah, was prabotny je to Ivan. Heno Matschko Tschasta je. Was soll ich denn machen? Ich habe schon drüber nachgedacht, ob ich den einfach in den Fuß reinschieße, aber das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel des Guten, oder? Also jetzt ehrlich, ich glaube, das macht man nicht. Ich zeige Ihnen die Videos von heute Nacht. Nee, ich glaube, dann gibt er ganz freiwillig auf. Dann sagt er nie wieder was. Hahaha, wy Policka bydlok, to pozmyślał, a ja Gawrycz Nieczko? Kumrat! Nochmal. Was turwa duras? Rede jetzt! Ralać, Meno! Was turwa duras? Halać, Meno! Ok,
Red doch mit mir. Was durwa duras? Obar! Obar at mareliska maja! Padrodniki, ocna zabraćnu jevo ačmogiuka. Warum denn immer der scheiß Friedhof? Achso, weil er tot ist. Fuck. Wir müssen uns beeilen. Weil er vielleicht bald tot ist oder vielleicht jetzt schon tot ist. Vielleicht jetzt schon zu spät. Nimm die Beine in die Hand, Junge, los! Welch in den Finger, hallo? Was ist das Scheiß auf die Tür? Warum mache ich überhaupt die Tür mal zu? Aus dem Weg! Jetzt auf den Kopf! Dann ist wieder fehlgeschlagen, das ist doch scheiße. Fahren wir richtig? Jawohl! Wir sind auf dem Weg! Halt durch! Weiter! Immer weiter! Ich hol euch alle weg! So, reicht. Tür einfach offen ist, warum geht er da nicht? Varishu, was wundert Maya? Oberankova brat ma torturo meno za to. Spurensuche. Vecici harujniki. A ja madro vidiente eto oni zadro il krvava fista. Poznajat mianos. Mesties, poznać wszystko. Oh nein, ich weiß, worauf das hinausläuft. Poka meno wstajać, to madre pomskają hospital. Wie hast du mich gefunden? Obernarkos Männer folterten mich hier, aber es gelang mir, ihnen ihre Waffe wegzunehmen. Ich habe Beweise für die Zusammenarbeit von Obernarkos Bande mit der blutigen Faust. Wir können die Richtung nicht ändern, das geht nicht. Das geht nicht. Es macht keinen Sinn. Dann hätten wir das die ganze Zeit auch machen sollen. Du kannst ja nicht einfach mal einmal so sagen, dann einmal so, dann einmal so. Grigori, es tut mir wirklich leid, Alter. Du bist halt wieder... Ja, er hat Aua. Aber wenn wir den falschen Weg gehen, dann haben wir noch mehr Aua. Und ich glaube, wir müssen leider Grigori jetzt nochmal mit der Birne eben kurz hier in die Wand klatschen. Außerdem hat er einen richtig fetten Schnauzer und das können wir einfach so nicht stehen lassen. Das geht nicht. Guten Morgen, Tobisho. Nicht ab! Warte, was du da! Oha! Da du weißt, dass die Informationen, die Belov gesammelt hat, die Pläne der Rebellen vereiteln könnten, beschließt du, den sterbenden Detektiv zu töten. Anhand deiner Hinweise führt die Polizei eine Suche in den Wäldern von Karikatka durch. Es stellt sich heraus, dass die Zusammenarbeit der blutigen Faust mit Oberankovs Bande tiefer geht, als du vielleicht gedacht hättest. Ui. Murphy, Junge! Alter! Und wir haben 1600 Dollar bekommen. Das ist nicht schlecht. Da sagen wir nicht nein, Leute. Auf gar keinen Fall. So, wie sieht's aus mit den Autos? Eins, zwei. Der nächste!
Ich bin echt mal gespannt, worauf das hier losläuft, ne? Drei Schmugglerzettel haben wir noch. Kagastam 44 und BGO. Bevor ich es vergesse. Ja, Chat. Ihr habt vollkommen recht. Ich hab's genau in dem Moment, ist mir auch wieder eingefallen. Also sind wir langsam aber sicher noch mehr connected als eh schon. Ich hab Resident Evil haben wir gespielt, ja. Direkt hier vor. Aber Golf nicht. Golf habe ich gesagt, machen wir lieber danach. Weil dann sind wieder mehrere Leute da und die spielen dann vielleicht mit, weißt du? Ein Platterreifen, zwei Platterreifen haben wir schon gehört. Papiere. Schnell. Los, wir haben keine Zeit. Aber ein Otzdruck. I5A7 TZY5. 18. Oktober. Keine Ladung dabei. Aha. Kein Schmuggel. 45 Jahre alt? Oder wie sieht das aus? 45! Ein Jahr älter! Warum kann der nicht mal einfach mal was schwerer sein? Das hat mir... Oh, Stoßstange fehlt. Also, da ist vieles kaputt. Das Auto hat es eigentlich nicht verdient, weiterzufahren. Aber das können wir, glaube ich, egal. Das kann uns egal sein. KKU, wo ist denn hier ein Nummernschild? KKU 9714OU. Jo, für mich ist das eine 0, ne? Anstatt ein O. Aber das U ist auch breiter, also es wird schon richtig sein, glaube ich. Es wird schon korrekt sein. Eins, zwei. Zwei platte Reifen. Zwei kaputte Reifen. Scheibe. Sieht auch komisch aus, ne? Aber es ist, glaube ich, nichts kaputt. Nichts kaputt. Sprungende Scheinwerfer haben wir vorne, oder? Nee. Auch nicht hinten? Nope. Fehlende Spiegel. Fehlende Stoßstange haben wir eine und hinten ist safe da. Jawoll. Defekte Karosserie haben wir nicht. Geilo. Okay. Gewicht haben wir gecheckt. Das haben wir gecheckt. Das ist okay. Tägliche Bestimmung. Er hat keine Ladung dabei. Fällt sowieso raus. Name, Nachname passt. Passnummer, Haltbarkeitsdatum, Foto, pass auch. Frachtbrief gibt es nicht. Fahrzeugtyp, dann müssen wir ihn durchlassen, oder? Er hat ja nichts getan. Er kann ja einfach fahren. Kann einfach fahren. Warte, ich lass dich raus. Junge, ich bin gerade schon dabei, vorne zu fahren. Was ist mit dir? Chill doch kurz! Es ist Sonntag! Mann! Soweit, so gut. Perfekte Inspektion. Nice.